Leute, wir sind wieder zurück. Energie Cottbus, Karrieremodus, FIFA 13 und angekommen in Saison Nummer 8. Nach dem Europa League Triumph in Saison Nummer 7. Ich hoffe, das ist die Saison Nummer. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es ist 2019 noch und wird in der Saison 2020. Also wir kommen mal näher dem aktuellen Datum. Da werden wir es aber hoffentlich nicht hinschaffen, weil wir wollen vorher die Champions League gewinnen. Ja, wir gucken mal. Liga-Ziel ist Meister werden, Klassiker. Saisonbudget ist 16 Millionen, aber sehr wenig Gehaltsbudget. Wir sollen die Champions League gewinnen und nur noch den Pokal. Also alles gewinnen, was nur geht. So richtig viel Budget haben wir allerdings nicht bekommen. Und das Problem ist, wir müssen natürlich auch erstmal wieder schauen, wessen Verträge auslaufen. Und ich habe das Gefühl, ja, Zaha und Kepa. Ja gut, das geht ja sogar noch, ne? Also da müssen wir nicht so krass viel verlängern. Wir können mal bei Kepa reinschauen. Er will 1.000 Euro mehr Gehalt. Das ist in Ordnung. Da schreibt gerne mal. Und Zaha, der verdient schon 40.000. Der will 40.000. Dementsprechend geben wir ihm mal 2 Jahre mehr. Und dann sollten eigentlich alle happy sein. Nächstes Jahr ist halt das Problem, ne? Da wird es richtig, richtig böse. Son will 80.000. Wir können ihm ja mal 70.000 anbieten. Wir können ja generell mal bei den Leuten, die schon viel verdienen, auch einen Eki. Der will 45, das ist zum Beispiel in Ordnung für mich, dass wir das schon mal gelöst bekommen, vor dann nächstes Jahr. Ja, Sterling ist halt das Problem, ne? Sterling will halt 70k, das ist halt ganz, ganz viel von unserem Wage-Budget. Ha. Die Frage ist, wo upgraden wir jetzt unser Team, wenn wir einmal drauf schauen? Wir spielen im Testspiel gegen Arsenal, die wir in der Europa League rausgehauen haben. Das ist natürlich auch witzig. Wo upgraden wir unser Team? Ich hatte überlegt, ob wir einfach uns einen neuen Keeper holen statt Unnerstall. Der es natürlich sehr, sehr gut gemacht hat, den wir vor einer, weiß ich nicht, 70 oder so mit nach oben gezogen haben. Weil mit dem Rest des Teams bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Die gehen auch alle noch hoch. Wir können ja mal gucken, ob wir da vielleicht einen Tauschdeal einfädeln können. Wen haben wir denn noch auf der Liste? Hatten wir ja, glaube ich, den einen oder anderen Keeper. Zum Beispiel Marc-André Ter Stegen oder Thibaut Courtois. Ter Stegen ist 16.086.000. Thibaut Courtois ist... Warum ist er so viel weniger wert? Dann nehme ich doch lieber Thibaut Courtois. Ist doch billiger. Wir wollen mal kontaktieren für Kauf. Wolfsburg zeigt Interesse. Die Gehaltsforderungen werden unser Dings übersteigen. Was ist, wenn wir einfach 2 Millionen und Unterstall bieten? Ne, Tivo, was sagst du? Gucken wir mal. Dasselbe machen wir mal bei Ter Stegen, nur mit ein bisschen mehr Geld. Weil das wäre, glaube ich, nochmal ein dickes, dickes Upgrade. Unterstall und dann 4,5 Millionen. Schauen wir mal, was die sagen. Vielleicht sind die ja auch gar nicht interessiert am Lars. Aber Courtois im Tor wäre schon mal ein dickes Upgrade. Der ist auch noch ein Jahr jünger als Unterstall. Gerade für die Simulation, wer kennt das bei FIFA, ist das natürlich Klatsch. Also, Eki verlängert den Vertrag. Zaha verlängert den Vertrag. Kepa verlängert den Vertrag. Die sind nicht interessiert. Was ist, wenn wir einfach straight die 10 Millionen bieten, die sie wollen und nicht Lars Unnerstall, dann könnten wir Unnerstall verkaufen und dafür noch einen Backup-Spieler holen oder so. Weil ich glaube schon, den Keeper abzugraden ist schon die richtige Idee. Okay, Son will mehr Gehalt, das macht nicht so viel Sinn. Die wollen 14 Millionen und sind an dem angebotenen Spieler interessiert. 6 und Unnerstall, die wollen 14 und den Spieler. Angebot für Bittencourt. Ablehnen von AC Mailand. Der ist bis 24 wert. Der Leonardo, der wird niemals gehen. Niemals. Ich meine, es ist ja auch okay. Wir haben ja unser Team auch extra so aufgebaut, dass wir ein paar Cottbusser Leute dabei haben. Unter anderem Bittencourt. Aber wollen sie für Courtois 17 Millionen? Der Mann ist halt 10 wert, ne? Die wollen halt wirklich Unnerstall und 14,5. Das macht nicht so viel Sinn. Was ist mit Unnerstall und 8,5? Ich meine, der ist halt auch 16,5 wert, ne? Unnerstall und 9,5 ist halt schon, das sind 17,5 insgesamt. Für Marc-André. Weiß gar nicht, wie viel Unnerstall verdient. Ich glaube auch nicht so viel, also der macht auch nicht so viel Budget frei. Transferwort für Harry. Arsenal will Harry Maguire. Und Liverpool will Mitchell Weiser. Lehnen wir beides mal ab. Mitchell Weiser auch erst 25. Harry schon 26. Ja, das ist unser Backup-IV, ne? Also, weiß ich jetzt nicht. Angebot für Lars Unnerstall. Also, wenn wir da jetzt irgendwie richtig viel rausgepresst bekommen, irgendwie so wirklich, keine Ahnung, 13 Millionen, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir wissen, was bei Sterling passiert ist. Der ist ja dann auch nicht transferiert worden. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder so buggy ist. Gladbach akzeptiert 9,5 und Lars Unnerstall. Bieten mal selbes Gehalt, was er will. Das ist natürlich das Problem, wenn die anderen jetzt Unnerstall annehmen, dann ist er halt gone. Viel Gehalt haben wir dann auch nicht mehr. Nein, die nehmen es an. Oh, was passiert denn jetzt? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Game gebreakt. Egal, ich habe gespeichert. Wir sehen ja, was zuerst durchgeht, oder? Transferwohl inakzeptabel. Bieten mal 15 für Courtois. Wahrscheinlich passiert am Ende eh wieder gar nichts. Ich kenne doch das Spiel. Wir können Ter Stegen jetzt akzeptieren. Dann geht halt Unnerstall nicht mehr durch. Aber ich glaube, das ist die bessere Variante. Haben wir immer noch 6 Millionen. Machen wir. Neuverpflichtung. Marc-André Ter Stegen ist am Start. Keeper getauscht. Schönes Ding. So, wir hätten auch Courtois für 15 bekommen können. Das war vielleicht... Ah, vielleicht war das dann doch nicht so schlau, Ter Stegen anzunehmen. Obwohl, Courtois will deutlich mehr Gehalt. Weil da hätten wir halt nur 3 Millionen dann drauflegen müssen. Naja, it is what it is. Am Ende verkauft sich der eh nicht mehr. Deswegen müssen wir über Tauschdeals gehen.
Haben in Testing natürlich einen neuen Keeper gefunden, das ist sehr, sehr stark. Der auch direkt da schön reinslottet in die Torwartposition. Backups wahrscheinlich auf den Außenverteidigerpositionen. Da haben wir nur Danny da Costa und Günther. Da könnten wir uns mal umschauen, ob es da wen gibt in dem Bereich irgendwie 4, 5 Millionen. Dann könnten wir den da auch noch frisch machen. Ja moin, jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Müssen wir eventuell den Transfer nochmal neu machen, I guess. So Kinder, es hat mich jetzt einige Minuten und auch Nerven gekostet, das hier wieder zurückzusetzen. Es hat jetzt alles nicht so richtig gut geklappt, wie man das halt eben kennt. Marc-André Ter Stegen war doch nochmal irgendwie einiges teuer, deswegen habe ich jetzt einfach Chelsea was für Courtois angeboten. Wir haben jetzt Thibaut Courtois als neuen Keeper. Ist ein bisschen blöd, aber it is what it is. Außerdem habe ich noch ein gutes Angebot bekommen für Kevin Panewitz, den wir auch verkauft haben. Ansonsten dieselben Verträge habe ich verlängert, wie auch eben. Also jetzt ist alles, wie es eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Ja, ist ein bisschen blöd. Das ist halt das Problem, wenn sich so alte, also die PS3 hier läuft halt auch schon ein paar Stunden jetzt. Die hängt sich halt ab und zu auf. Ich habe halt leider nicht zwischendurch gespeichert. Deswegen speichern wir jetzt hier nochmal. Ja, ich glaube, es ist nicht so ein krasser Unterschied. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Es ist jetzt, man kann es Cheaten nennen, aber ich habe es ja nicht extra gemacht. Also dementsprechend, it is what it is. Wir haben jetzt Thibaut Courtois zwischen den Forsten und ich, Marc-André Ter Stegen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viel Geld letztendlich dann doch noch dabei rumgekommen ist. Und dann können wir uns vielleicht noch irgendwie einen Außenverteidiger oder so shoppen, was wir eigentlich auch haben wollten. Angebot für Bittencourt wird natürlich abgelehnt. Aber wie viel Geld wir noch haben. Wir haben jetzt eigentlich noch 15 Millionen, weil Unnerstein natürlich für viel gegangen ist. Ich glaube für 13 oder so. Courtois war 14, 15 oder so. Und Kevin Panewitz Geld noch oben drauf. Wir haben 100k Gehaltsbudget. Da können wir sogar noch einen richtig dicken Fisch holen, ne? So ein Paul Pogba oder so. Na, Paul Pogba vielleicht nicht. Julian Draxler. Ist halt todeslangsam leider. Wir können auch mal nach Außenverteidigern gucken. Weil das Ding ist, theoretisch könnten wir auch noch einen Spieler verkaufen. Dann hätten wir so 30 und dann können wir einen richtig, richtig dicken Fisch holen. Das wäre natürlich auch ganz geil. Mats Hummels. Na, ja, der ist ein bisschen... Kyle Walker wäre halt crazy. Ist halt schon 29. Aber der ist ziemlich schnell. Rafael Guerrero auf eine 80. Ricardo Rodriguez auf eine 81. Der hätte halt eher so Backup-Charakter, ne? Kieran Gibbs von Arsenal. Coentrao. Marcelo. Alter, wir können Marcelo holen auf einer 82. Wäre auch cool, aber der geht halt dann wahrscheinlich relativ schnell irgendwie runter. Jordi Alba auf einer 83. Rechtsverteidiger ist das, ist aber, das ist der Fabinho, der war Rechtsverteidiger früher. Crazy. Azpilicueta, Nathaniel Klein. Alter, wir können Micah Richards holen als Backup. Das wäre doch eigentlich ganz geil. Micah Richards. Adam Matthews, Martin Caceres. Nochmal eine Anfrage zu Kyle Walker. Ansonsten wäre auch die Idee, man könnte natürlich auch einen Mittelfeldspieler holen, wenn wir dann nochmal Rabiot oder Goretzka verkaufen. Weil Emre Can ist, glaube ich, nicht so viel wert, weil der schon ein bisschen älter ist. Und dann hätten wir wirklich so 30, 35 Millionen. Und irgendwie jemanden holen, der in Richtung 90 geht, ne? So ein Mario Götze oder so. Neymar. Neymar wäre auch wild. Wir bräuchten halt eigentlich ja eher einen Sergio Busquets, Felipe Guzmo, Kevin De Bruyne. Kann der auch was weiter hinten spielen? Der kann auch ZM spielen. Zum Beispiel Thomas Müller. Auch mittlerweile bei Barcelona unterwegs. Paul Pogba wäre eine Idee. Er ist auch ZDM. Haben wir natürlich schon auf der Liste. Natürlich jetzt mittlerweile auch Casemiro. 27-jähriger Casemiro für 12 Millionen? Warum ist der so billig? Toni Kroos. Damals noch 10er. Antritt 50. Wieso hat der 50 Antritt? Wäre geil, Toni. Wäre wirklich geil. Aber mit 50 Antritt will ich dich, glaube ich, nicht. Mario Götze wäre halt crazy. Jack Wilshere wäre auch... Jack Wilshere wäre krass. Mal gucken, was dabei so rumkommt. So, Jack Wilshere sind 31. Casemiro sind 15. Wie viel hatten wir nochmal? 15. Aber der verdient halt ganz... Also Casemiro könnten wir easy bekommen sogar. Na, 13 glatt. Ist halt 27, ja, whatever, ne? Pogba sind 24, okay, klar. Und De Bruyne sind 29. Vielleicht flattert er nochmal ein Angebot rein für... Wahrscheinlich dann eher Leon Goretzka als Rabiot, weil Rabiot hat gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Kyle Walker wäre 16,5. Das ist ein bisschen teuer irgendwie. Bin eher so bei 12,5. 14 für Casemiro, das ist eigentlich ein guter Deal. Jetzt wollen sie auf einmal 20 für Kyle Walker, ja, für einen 30-Jährigen. Da gehen wir auf jeden Fall aus dem Rennen raus. Kriegen halt nur Angebote für Mitchell Weiser. Ich weiß ja halt doch nicht, ob wir jemanden mal auf die... Sollen wir Goretzka mal auf die Transferliste setzen? Kriegt man dann weniger? Wie viel ist denn der wert? Goretzka ist 14 wert. Rabiot ist 10 wert. Und Can ist halt nur 8 wert. Verdient aber am meisten. Ja, ich glaube, es wird eher Casemiro werden, wenn halt kein Angebot mehr reinflattert. Ja, Casemiro, 14 Millionen können wir machen. Der verdient auch nicht viel Gehalt. Hat eine 85, ist 27 Jahre alt. Geht vielleicht sogar noch einmal ein oder zwei hoch. Ja, ich glaube, wir nehmen einfach Casemiro. Scheint kein Angebot zu kommen. Haben wir zwei dicke Leute jetzt geholt. Immer noch ein bisschen Geld für Verträge dann am Start. Neuverpflichtung. Casemiro ist in der Mannschaft. Und damit hat sich dann unsere Elf nochmal signifikant verbessert. Wir nehmen dann Rabiot raus und packen den auf die Bank. Goretzka kann ja auch weiter vorne theoretisch spielen und
packen dementsprechend dann Casemiro ins Mittelfeld. Das Team bankt, Leute. Das ist geisteskrank. Hat nur 70 Antritt, aber dafür ist er sehr, sehr defensiv stark. Gute Ballkontrolle. 1,84 groß. Wir sehen ja, wie er sich in-game anfühlt. Vielleicht ist er auch eher ein Spieler für die Simulation. Wir spielen erstmal gegen Milan. Simulieren das Ganze natürlich. Und wir brauchen ja auch breite zwecks Verletzungen. Aber gerade die Champions League-Gruppenphase wird wahrscheinlich auch relativ viel simuliert, damit wir da irgendwie durchkommen. Wir verlieren 2-1, Rüdiger mit einem Tor. Aber es ist die Vorbereitung, das ist uns egal. Dann war Lazio, das ist glaube ich sogar der Ex-Verein von Casemiro. Ist auch so. Kann er gerne auch nochmal spielen. Simulieren wir auch nochmal. Das gewinnen wir 2-1. Casemiro gelb-rot. So kennt man das, ja. So kennt man das. In der 35. und in der 8. jeweils die gelbe Karte bekommen. Stark. Es ist the most Casemiro-thing to do. Wirklich da, wirklich die gelb-rote rauszuholen, ne? Wir sollten übrigens mal speichern nochmal zwischendurch. Und das dritte Spiel können wir natürlich auch simulieren. Wir simulieren es mit der ersten Elf. Wir haben jetzt nicht viel rotiert, fällt mir gerade auf, aber es ist okay. Die kann sich dann so ein bisschen einspielen. Wir werden in der Bundesliga noch oft genug simulieren. Bittencourt und Son treffen. Diesmal eine gelb-rote Karte auf der Gegnerseite. Dann geht's endlich in Richtung Bundesliga. Auftaktspiel gegen Schalke 04. Das ist ein Team, was so im Top 4 immer mitspielt. Deswegen werden wir das auf jeden Fall selber spielen. Ist ja auch das Auftaktspiel. Da können wir dann mal unsere beiden Neuzugänge testen oder vielleicht auch nicht. Also ich hoffe, Courtois wird nicht viel getestet, weil wir das natürlich mit 3-0 irgendwie relativ souverän gewinnen. Spielen dann auch direkt Champions League direkt danach gegen den AC Mailand. Das ist auch ein wildes Spiel. Nee, Copa Europa. Stimmt, gegen den Champions League-Sieger. Geil, Alter. Supercup. Nice. Das machen wir natürlich auch. Spielen wir erstmal gegen Schalke 04. Da gehen wir mit der ersten Elf natürlich rein. Auf geht's, ab geht's. Die haben gegen Valeraga und Spurs gewonnen in ihren Pre-Season-Matches. Schauen wir mal, wie sich Casemiro so anfühlt. Courtois mit der Nummer 17 sieht auch irgendwie falsch aus. Vielleicht geben wir ihm da mal irgendwie die richtige Nummer. Okay, auf geht's. Bin sehr, sehr gespannt, wie die neue Saison so wird. Mit unseren neuen Transfers. Da ist Casemiro zum ersten Mal am Ball. Auf jeden Fall sehr clunky, der Bruder. Das ist schon mal nicht so gut. Egal. Der Pass von Goretzka. Wollen wir gar nicht in die Bundesliga reinstarten hier. Rüdiger. Da ist Thibaut Courtois. Der ist natürlich nochmal ein gutes Stück größer, als das Lars Unnerstall war. Man hat wirklich fast 1:1 Unnerstall gegen Courtois getauscht. Selbes Alter, 3 Ratings mehr, ne? Da denke ich mir, manchmal hätten wir doch vielleicht ein paar mehr Transfers machen müssen. Oh, Fehler vom Keeper. Schöner Ball, Depay 1-0. Nee. Oder nicht. Son hat den noch. Oh, Son. Macht da alle frisch. Jungmann, Son 1-0. Er macht genau dort weiter, wo er aufgehört hat. Erstes Spiel, erstes Tor, 12. Minute. Er läuft sich auf außen den Ball. Macht das dann einfach wunderschön. Bittencourt, schön. Ich frage mich schon, ob wir irgendwie noch so eine Art... Schöner Ball. Oh, Son. Hätte ich, glaube ich, direkt abschließen müssen. Ob wir nochmal so einen Mario-Götze-Type-Transfer hinbekommen. So, vielleicht, wenn wir es die Champions League jetzt nächste Saison nicht schaffen, dann werden wir wahrscheinlich noch eine Saison machen, wo wir es nochmal probieren. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir mal so 40, 50 Millionen haben. Vielleicht nehmen wir auch Messi oder so. Das wäre auch cool. Ich weiß nicht, wie alt er dann ist. Der ist ja auch schon relativ alt. Denke ich mal. Foul. Ist viel Platz. Sogar sehr viel Platz und miss mega viel Platz. Courtois mit einem sehr, sehr wichtigen Save. Schönes Ding. Haben die da im Sturm? Der ist ja 4 Meter groß. Was hat der für einen Körper? Schilder. Der Ball kommt irgendwie durch und da ist wieder Courtois. Casemiro schlecht. Also der dreht sich halt wirklich sehr langsam. Und der ist auch echt nicht schnell. Aber defensiv, ihr seht es da gerade wieder. Ein Biest. Fast so, als wäre er wie im Real Life. Mit einem Ecke gewinnt er Gott sei Dank das Kopf. Und was macht der Goretzka? Egal, hat er. Runter. Der Zölling läuft durch. Egal, haben wir noch. Goretzka über außen. Da kommt Alaba mit. Ich hasse es, wenn Goretzka auf den Flügel geht, ne? Ich will den da nicht sehen. Egal, diesmal macht das stark. Und da ist Bittencourt. Schade. Easy. 1-0 zur Pause. Nehmen wir trotzdem mit im Auftaktspiel der Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Wie gesagt, ist ein Team, was natürlich auch um die oberen Plätze mitspielt. Und ist eigentlich für die Bundesliga. Es wäre nice, nochmal den Meisterschaftstitel mitzunehmen. Aber auch nur, falls wir noch eine zweite Saison für die Champions League brauchen. Damit wir mehr Geld bekommen. Und ansonsten ist halt nur die CL-Quali wirklich relevant. Und alles andere juckt mich jetzt persönlich nicht so viel. Schön gemacht. Da ist Depay.
gegen Lewis Holtby. Da hat er doch auf jeden Fall Tempovorteile. Depay legt nochmal quer. Ja, war vielleicht nicht die beste Idee. Sterling, Sterling. Ja, die sind es einfach nicht. Die sind es einfach nicht. Nur Bittencourt konnte die bis jetzt eigentlich okay und Sonne auch. Aber selbst wenn wir den geschossen haben, sehr, sehr oft war es das einfach nicht. Eine Kombination von uns. Depay mit dem Trick gegen Pliatzkas. Kommt durch, kommt vorbei. Mit dagegen zwei. Ja, super gemacht. Memphis Depay gegen alle. Und dann ist der Abschluss leider nicht gut. Wir wechseln auf jeden Fall nochmal. Nehmen mal Sterling raus, der ordentlich schon pumpt. Bringen Zaha, bringen Rabiot, bringen Emre Can. Nee, Rabiot bringen wir nochmal für Casemiro. Und Jonas Hofmann für Depay, der sich auch die Füße wund gelaufen hat. Also Schalke hat eigentlich relativ wenig nach vorne gemacht. Gemacht von Bittencourt. Deswegen wäre es sehr unverdient. Jetzt hier nochmal was reißen würden. Son. Aber dieses über den Ball springen, das macht halt gar keinen Sinn. Warte. Mal zurück. Fehler. Jetzt nochmal Bittencourt. Der wartet auf Rabiot, aber kriegt den Ball nicht rüber. Jetzt nochmal den Angriff. Nee, endlich pfeift der Schiri auch mal zu unseren Gunsten ab. Schönes Ding. 1-0. Arbeitssieg gegen den FC Schalke 04. Nehmen wir mit. Und dann gehen wir auch direkt kurz vor Deadline Day rein in den Super... Nee, wie heißt das? Super Europa? Nee, wie hieß das? Hat irgendwie einen ganz komischen Namen. Aber es ist eigentlich der europäische Supercup gegen den AC im Mailand. Copa Europa, genau. Copa Europa. Wahrscheinlich, weil da wieder die Rechte nicht am Start waren. Wir haben zwei der Top-Transfers. Nee, drei sogar. Unnerstall für 12,5 raus, Courtois für 13,5 rein und Casemiro für 14,5 rein. Business done. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob es dann da auch irgendwie so eine Celebration gibt, wenn wir das gewinnen. Wir spielen in Mailand. Das Team haben wir natürlich auch noch nicht gesehen. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Sonst rotieren wir mal durch. Wir lassen Goretzka mal zu Hause, spielen mit Emre Can, spielen mit Danny Da Costa in der Innenverteidigung, glaube ich, statt Rüdiger. Obwohl, nee, wir brauchen ein bisschen Size, glaube ich. Nathan Ecky ist eher gut gegen nicht so große Leute. Und vorne, ja, vorne lassen wir es, glaube ich, schon so, wie wir es hatten. Hoffe auch immer noch verletzt, der arme Junge. Wir hatten Milan am Start. Alessandro Pato natürlich, Stefan El Shaarawy kennt man auch, Lucas Silva, Acerbi, De Siglio. Ja, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Aber klar, Milan hatte auch natürlich eine Phase, Abate ist auch noch da, wo man nur so semi-gut war. Aber ich meine, die haben ja die Champions League gewonnen, also wie schlecht können die sein, ne? Wir gucken mal. Gegen den amtierenden Champions League-Sieger, der ultimative Test, wie gut wir in die Saison reinstarten. Milan hat auf jeden Fall Business im Hinterkopf und geht sofort nach vorne. Das tun wir aber natürlich genauso. Das ist ein Foul. Das ist direkt gelb, oder? Let's go. Das ist ein guter Ball. Fallrückzieher, okay. Interessant, interessant. Oh mein Gott, Courtois war abseits. Was war das denn für eine Sequenz? Er probiert einfach den Fallrückzieher. Richtig Zlatan-esk unterwegs. Sehr, sehr wild. Vanzetti kommt da gut vorbei. Shaarawy behauptet den Ball. Rüdiger klärt aber. Wichtige Klärungsaktion. Flanke, Weiser ist natürlich nicht der Größte und der muss tatsächlich rein. Ich weiß nicht, wer das da gerade war, der den vergeigt hat, aber der muss eigentlich rein. Oh, Alexandre Pato ist schnell. Trickreich. Nein, 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 Valotti. Es gibt Elfmeter, aber er hat ihn auch so reingemacht. Schiri pfeift zurück, Renzetti gegen Courtois, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, oh, richtige Ecke, aber er hat ihn nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Laufen wieder in den Konter. Da ist es Weiser, der hinterher rennt. Aber Courtois. Also Courtois und auch schon Upgrade merkt man auf jeden Fall, finde ich. Casemiro hängt sich irgendwie durch. Hat die Übersicht für Bittencourt. Bittencourt. Spitzer Winkel und aber die Ecke raus. Son. Diesmal hat sich Son da verletzt. Bitte steh einfach auf. Bitte lass es nichts Schweres sein. Der Casemiro. Es ist Son. Steht da auf. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist unser bester Spieler. Jungmin Son. Was ist es? Verstauchter Knöchel, okay, das geht. Das ist nicht so schlimm. Bamford kommt rein.
Oh, super Ball in Richtung Alexandre Pato. Immer Rüdiger. Oder war es doch? Ich glaube, es war gar nicht Rüdiger, es war Costa. Erling. Nein, ich habe gerade passen gedrückt. Casemiro hat eigentlich den Ball, das ist doch ein Foul. Da ist Casemiro da, unser Staubsauger. Schönes Ding. Ganz hinten rüber zu Sterling. Sterling. Ja, Foul. Okay. Wir legen ab und hämmern den rein. Ja, das Hämmern war schon mal gut. Ein bisschen weit. Nummer 2. Das ist zu kurz. Und vor über außen. Gegen Acerbi. Ist den Einwurf rausgeholt, aber der ist halt nicht dribbelstark. Andere. Mitnahme, Abschluss. Kein Tor. Die Keeper sind halt auch sehr, sehr gut mittlerweile, ne? Meinst du, es läuft? Und den Keeper raus, den hat Rüdiger nochmal. Ist nochmal eine Chance. Bamford. Hält den Ball nach vorne. Depay. Findet nochmal Bamford. Ja, der Steckpass nicht gut. War's das? Sieht so aus, als wäre es das gewesen. Wir verlieren tatsächlich die Copa Europa. Mit 1 bzw. 2 zu 0. Ne, mit 1 zu 0. Oder doch nicht? Keine. Todesstoß. Keine Chance. Courtois, die hat er auch nicht halten können. Valotti. 90. Kommen wir nicht durch. Ja, Milan, wir werden uns wiedersehen. Vielleicht dieses Jahr in der Champions League. Der Supercup ist es nicht. Milan gewinnt das Ganze. Die Zeremonie, die gucken wir uns auf jeden Fall nicht an. Son ist 4 Wochen raus. Das ist in Ordnung. Kriegen nochmal 1 Million obendrauf an Budget. Während wir die Deadline der Animation sehen, beenden wir hier diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich glaube, transfermäßig werden wir wahrscheinlich nicht mehr wirklich was machen. Lasst gerne einen Daumen hoch, falls euch die Folge gefallen hat oder einen netten Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.